Willkommen zu meinem neuen Video. Heute, wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es darum, dass ich euch mal ganz grob, ganz kurz mal den ID.3 Facelift zeige. Und ich will auch ein bisschen Werbung machen für die Leute, die in der Nähe wohnen. Ihr könnt ihn euch selber angucken. Und ich finde, das ist die wichtigste Information in meinem Video. Den ID.3 Facelift habt ihr sicherlich schon öfter gesehen. Klar, schaut es euch trotzdem bitte an, das würde mich freuen. Weil ein YouTube-Kanal Videos machen, wenn sich's keiner anschaut, ist halt auch blöd, ne? Aber ja klar, ihr habt ihn schon gesehen, ganz oft, aber schaut euch das Video ruhig gerne an. Da könnt ihr schon mal einen kleinen Eindruck bekommen, was ihr alles machen könnt. Ihr könnt euch reinsetzen, ihr könnt alles machen eigentlich, außer fahren leider. Das geht noch nicht, aber ihr könnt in der Autostadt, wo der ID.3 Facelift steht, also wo ich auch war, könnt ihr auch Autos Probe fahren, ihr könnt euch da Termine machen und so weiter, ID. Buzz und so weiter. Geht einfach mal hin, geht auf die Seite und schaut euch das Ganze an, wenn ihr interessiert seid. Und dann werdet ihr sehen, der ID.3 Facelift ist echt ein schönes Auto geworden. Er war vorher schon schön, ihr wisst, ich bin begeistert, aber ja, man kann auch noch ein bisschen mehr aus einem schönen Auto rausholen. Das geht. Schaut einfach selbst. Viel Spaß dabei. So, ganz spontan würde ich mal sagen, haben wir hier was entdeckt. Leute, wenn ihr den ID.3 sehen wollt, kommt in die Autostadt. Ich drehe das Ganze mal umgehalten. Hier seht ihr den ID.3 Facelift. Also einmal von hinten, einmal von der Seite und einmal gern auch von innen. Können uns auch mal reinsetzen. Und zwar sieht man hier drinnen schon, dass das Ganze doch hochwertiger aussieht. Hier mit den Nähten. Einmal hier nochmal. Und einmal können wir hier nochmal okay sagen, Volkswagen AG. Hier ist auch die ist das Licht, ist das gelb eingestellt. Das passt ein bisschen dann zur Außenfarbe. Und hier könnt ihr noch die Sitze sehen. Ja, seht ihr? Das sieht doch gut aus. Also, wie gesagt, wenn ihr den ID.3 sehen wollt, kommt in die Autostadt nach Wolfsburg. Da steht er im Volkswagen-Pavillon. Da könnt ihr ihn euch live anschauen. Wir gucken jetzt nochmal nach hinten. So, von hinten die Sitze auch. Es sieht insgesamt sieht es wertiger aus. Die Software ist 3.5. Joa. Wunderbar. Also die Farbe habt ihr gesehen, das ist die Farbe, die auch beworben wurde. Hier ist ein Panoramadach mit drin. Und ja, wie findet ihr das Cockpit? Schaut es euch an, es steht, wie gesagt, in der Autostadt in Wolfsburg. Einfach mal herkommen und euch den Wagen anschauen. Lohnt sich sowieso hier die Autostadt. Da ist immer was, gibt es immer was zu sehen, auch andere Autos, auch andere ID-Modelle. Einfach mal herkommen, reinschauen und sich das angucken. Also der ID steht hier drin. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Hier nochmal den Blick nach vorne. Da hat sich auch außen ein bisschen was verändert. Schaut mal, hier sind die Lufteinlässe, ne? Hat sich der CW-Wert hier auch ein bisschen verbessert. Und hier auch Lufteinlässe und hier oben auf der Motorhaube fehlt jetzt das schwarze Emblem und die Optik ist etwas erwachsener und frecher geworden. So, hier nochmal der Beweis, ID-Software 3.5, es ist kein Gerücht, es ist kein Werbegag, die gibt es wirklich und wir können nochmal gerade gucken, Auto. Was haben wir hier? Irgendwas stehen, was uns interessiert? Nein, noch nicht. Aber gibt es die Lade-App? Wo ist die Lade-App? Wo ist sie? Wo ist denn die? Warte. Recharge. Ach, hier, Charging. Ah, Englisch, ne? Englisch und ich. Okay, hier ist wahrscheinlich die 58 Kilowattstunden Akku. Der ist wahrscheinlich hier drin. 92%, 360 Kilometer. Ja, ein Traumwert im Winter. Was ich auch gut finde, ist halt hier ID.3 in den Lüftungsschlitzen. Und optisch könnt ihr hier nochmal schauen. Das ist schon eine andere Wertigkeit. Und auch die Sitze und alles könnt ihr nochmal schauen.
Ich zeig das nochmal. Die sind schon ein bisschen anders. Ja. Also habt ihr mal einen kleinen Einblick hier gehabt in den neuen ID3. Und ja, das ist das, was ich euch hier zeigen kann. Ich meine, fahren kann ich leider nicht. Hätte ich ja auch noch gern gemacht, aber ich denke, es ist schon mal ganz interessant zu sehen. Das Lenkrad kann ich euch auch meine Erfahrung teilen. Das ist ja jetzt tierfrei und es fühlt sich etwas rauer an, aber es ist haptisch immer noch voll auf der Höhe. Ist auf jeden Fall haptisch sehr, sehr schön und fasst sich gut an. Und ansonsten ist es ja gleich geblieben. Also das Lenkrad hat sich ja nicht so verändert. Hier sind auch noch weiterhin diese Nähte, als wäre es Leder. Aber in Wirklichkeit ist das halt alles vegan, also tierfrei. Was geblieben ist, ist ja das, was viele immer ärgert, Klavierlack. Aber ich kann damit sehr gut leben. Ich sag mal, dieses Panoramadach ist wahrscheinlich keine Serie. Ihr könnt noch mal einen Blick hier nach hinten werfen. Ganz hinten im Kofferraum, die Leuchte ist ja jetzt beleuchtet. Oder am Kofferraum. Ich kann es nicht zu 100% sagen, aber es kann auch sein, dass hier Play-Pause Serie ist. Weiß ich aber nicht genau. Was aber auf jeden Fall Serie ist bei diesem Auto jetzt, ist dieser doppelte Ladeboden. Ja? Also ihr habt jetzt hier immer bei jedem Modell diesen doppelten Ladeboden. Hier unten drunter ist ja weiterhin dieses Fach. In diesem Modell ist die Beats-Anlage verbaut schon, also die besseren Lautsprecher. Und da ist ein Subwoofer drin. Das ist das, was mir hier noch aufgefallen ist. Ja, ansonsten, hier gibt es ein Licht. Ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Schaut mal bei euch. Habt ihr das? Ja, das weiß ich nicht. Ansonsten hat sich hier nicht viel verändert. Aber das ist auf jeden Fall Serie, denn das habe ich in meinem nicht mit diesem doppelten Ladeboden. Und ja, das ist das Äußere. Äußere habe ich euch auch die Veränderung gezeigt. Ansonsten ist es das erstmal so gewesen. Ich hoffe, ihr hattet mal einen kleinen Einblick jetzt nochmal. Klar, hat man schon jetzt oft auch auf anderen Kanälen gesehen, aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten.